Beim Absturz eines Hubschraubers der Bundespolizei sind am Donnerstagabend am Ortsrand von Biemühlen in Schleswig-Holstein zwei Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Ein dritter Mann wurde laut Polizei schwer verletzt. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis tief in die Nacht. Die Feuerwehr hat hier mit schwerem Gerät den verunglückten Hubschrauber in Teilen angehoben, um überhaupt hier die Bergung der beiden Leichen vornehmen zu können. Das ist jetzt geschehen. Die beiden hier bei diesem Unglück verstorbenen Polizisten der Bundespolizei sind jetzt soeben hier geborgen worden und werden jetzt abtransportiert. Der Hubschrauber gehörte zur Fliegerstaffel Fohlendorf in Schleswig-Holstein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befand sich der relativ kleine Hubschrauber auf einem Nachtübungsflug. Wie es dabei zum Absturz kam, ist noch unklar.